Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte euch heute einen Buchtipp und einen Filmtipp zum gleichen Thema geben. Nachdem die Sky-HBO-Serie Chernobyl bei den 2019er Grammys mit 10 Auszeichnungen und 19 Nominierungen der große Abräumer war, kaufte ich mir die 6 Teile der Serie auf Blu-ray. Hier ist sie. Und ich schaute sie mir gefesselt in einem Rutsch durch. Spannend und erschreckend. Und für mich eine klare Empfehlung von meiner Seite. Das Thema Reaktorunfall in der Ukraine hat mich sehr betroffen gemacht. Damals und heute. Ich hatte die Vorfälle um Tschernobyl als Jugendlicher hautnah miterlebt. Ich spielte damals draußen, als der große Regen kam. Die Angst ging um und obwohl doch laut Politik zu keiner Zeit die Bevölkerung gefährdet war. Alles Lüge, alles Lüge. Die Miniserie brachte die Hilflosigkeit der Sowjets an den Tag. Der große Reformer Michail Gorbatschow reagierte zunächst nach alter sowjetischer Devise: alles leugnen und kleinreden. So wie es die Apparatschniks in den Diktaturen eben gerne machen. Es ist im Film nur die Sichtweise der Sowjets dargelegt. Vielleicht natürlich etwas eindimensional, aber so ist nun mal Hollywood. Natürlich handelte es sich bei Tschernobyl um eine Unterhaltungsserie. Da muss schon ein bisschen Dramatik rein. Es entstand schöne Fernsehunterhaltung mit viel Realität und viel Fiktion. Hat mir Spaß gemacht. Aber ich wollte mich mit der Serie nicht zufrieden geben und ich suchte nach viel, viel mehr Stoff, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Dr. Johannes Grotzky, ein Bekannter über all die Jahre, schickte mir sein Buch Tschernobyl samt Widmung. Yay! Grotzky war Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, lange Jahre Moskau-Korrespondent und ist für mich heute immer noch der Russland-Experte schlechthin, neben Gerd Ruge. Ich durfte als junger Journalist den Auslandskorrespondenten Johannes Grotzky bei seiner Arbeit begleiten und ich habe sehr, sehr, sehr viel von ihm gelernt. Vielen Dank dafür, Johannes. Immer wieder kreuzten sich unsere Wege und so schickte er mir sein Buch Tschernobyl, die Katastrophe. Mittlerweile gibt es ja sehr viel Literatur zum Thema, aber für mich war interessant, wie ein Journalist hinter dem eisernen Vorhang über den Reaktorunfall damals in der Ukraine berichten konnte oder eben nicht berichten konnte. Es gab kein Internet, keine sozialen Netzwerke, die Kommunikation war streng überwacht. Die Berichte über die Reaktorkatastrophe waren wie die Berichte über einen Krieg. Zitat Grotzky: Die wirkliche Berichterstattung findet erst nach Abschluss des Krieges statt, wenn alle Quellen zugänglich sind und alle Seiten gehört wurden. So Grotzky. Mich haben die Dokumente der damaligen Zeit interessiert. Grotzky hat hier sehr, sehr viel gesammelt. Tickermeldungen, unterschiedliche Sichtweisen, Zeitungsausschnitte, Briefe, Fernschreiben und vieles, vieles mehr. Russische Quellen wurden dabei natürlich übersetzt. Johannes Grotzky übersetzte und erläuterte die Dokumente und setzt sie im Verhältnis zueinander. Und das hat dieser Journalist gelernt. Dabei fließt viel Hintergrundwissen über die handelnden Personen ein, denn Grotzky ist lange, lange, lange im Nachrichten- und Berichterstattergeschäft. Und er weiß, über was er spricht. Genau diese Infos haben mich für das Buch Tschernobyl interessant gemacht und es lesenswert gemacht. Zitat: Die Zurückhaltung sowjetischer Medien bei Katastrophen im eigenen Land ist typisch. Meist werden nur solche Ereignisse gemeldet wie Erdbeben oder größere Umweltverschmutzungen, die ohnehin durch internationale Messungen erkennbar sind. Dagegen gibt es in der Regel keine Hinweise auf Flugzeug- oder Bahnunglücke. So beschreibt Grotzky die Situation der damaligen Zeit. Wie eine Art Tagebuch stellt der Journalist den Informationsfluss dar, der von sowjetischer Seite geliefert wurde. Er zeigt, wie Zug um Zug, Andeutung um Andeutung, das Unglück durchsickerte.
das aus sowjetischer Sicht noch als lokaler Unfall dargestellt wurde. Interessant aber auch die Reaktionen von offizieller sowjetischer Seite auf westliche Berichterstattung. Man sprach von einem Gefühl der Bitterkeit, Zitat Grotzki, beispielsweise von einem sowjetischen Ingenieur, der es berichtete. Die westlichen Medien wurden als reine Provokation bezeichnet. Die Berichterstattung von westlichen Medien, eben auch wie von Johannes Grotzki, war in der Sowjetunion von offizieller Seite stark eingeschränkt und trotzdem musste ja was berichtet werden. Interessant war auch die Informationspolitik der deutschen Botschaft an die deutschen Landsleute in Moskau, die als deutsche Kolonie bezeichnet wurden. Grotzki hat die Originaldokumente damals aufgehoben und hier abgedruckt. Und es geht halt vor allem darum, welche Obst und Fleisch und Milchprodukte man essen kann und wie hoch die Verstrahlung war und so weiter. Und er zeigt auch, wie die Briten oder die Amerikaner in Moskau reagierten und welche Maßnahmen sie trafen. Ich möchte dieses Buch allen Medieninteressierten empfehlen. Es zeigt für mich hervorragend, wie schwierig die Berichterstattung in einer Diktatur ist und wie genau man sich als Journalist an die Faktenlage halten muss. Und ich bin wieder einmal Johannes Grotzki dankbar, denn ich habe sein Buch Tschernobyl gelesen und wieder viel, viel gelernt. Danke, Hannes. Also, klare Empfehlung für den Film, Unterhaltung und hier Hintergrund Johannes Grotzki, Tschernobyl, die Katastrophe, zeitgenössische Berichte, Kommentare, Rückblicke. Beides zu empfehlen. Ich wünsche was und bis zum nächsten Mal.